Ministerien kämpfen um Personal, qualifizierte Grenzbeamte und Soldaten gefragt. Aha. Konsolidierung der Grenztruppen. Ja, Grenzer müssen jetzt auch die Rolle von Soldaten übernehmen. Unterhaltung, ganz kleines bisschen und ein bisschen Politik. Und hier Foto von unserem großen Anführer. Mir ist der Name jetzt entfallen. Okay, dann gehen wir zur Arbeit. Der 8. Dezember ist wieder ein wundervoller Tag für Arbeit. Ein kleiner Fußmarsch von nur 5 Kilometern wie jeden Morgen ist wunderbar. Hält Körper und Geist gesund. Und dann haben wir hier unser Dokument, was wir heute beachten müssen. Wir haben hier wieder offizielle Depesche vom Ministerium. Inspektor, das bin ich, Ministerium der Justiz hat unsere Zuständigkeit für die neueren Blablabla Sicherheitsstreifen übertragen. Das ist hier. Und ab sofort sind sie für verantwortlich für illegale Grenzübertritte und wir müssen einen Schlüssel für Betäubungsgewehr benutzen und dann auf jeweilige Person schießen. Der Innenausgang, der Schlüssel, bla bla bla. Okay. Dann haben wir Kompensation für das Vereiteln der Grenzübertritte. Hatten Sie einen Bonus, eine geringere Bonus hatten Sie, wenn Sie auf das Ziel schießen, es aber verfehlen. Okay, müssen wir also mit einem Schuss treffen. Bei Alarm hier aufschließen, Waffe wählen und los. Dann haben wir hier unsere Kriminellen. Packen wir wieder hier hin und Buch hier hin und Transkript kommt hier drüber hin. Und jetzt muss ich kurz gucken, packen wir Schlüssel vielleicht nach hier oben. Ich denke, das ist okay. Muss immer in Reichweite sein. Und ich denke, jetzt kann es losgehen. Machen wir hoch und sagen, der nächste bitte. Ah, well, guten Tag, ist mein Freund Krasnikov. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ah, 7 Leute verhaftet, okay. Station verlegt in Knast und der besucht mich nicht mehr, sondern gibt mir Geld dann abends. Ab und zu Hause. Das sind 5, 15, das ist schön, das ist gut. Wenn wir ordentlich ein bisschen verdient hier durch die Verhaftung. Okay, also können wir nun jetzt wirklich loslegen und sagen, der nächste bitte. Kommen Sie rein, bitte schön, beilen Sie sich, guten Tag, Ihre Papiere bitte. Wir müssen kurz gucken, Sie brauchen einen Ausweisanhang. Sie sind Ausländer. Ja, bitteschön, dankeschön. Müssen wir gucken, 1,64 Glatze, 62 Kilogramm und das ist auch aktuell, okay. Dankeschön, Sie sind Oleg Karnov aus Golechien, Westgrästin, also hier gleich um die Ecke. Männlich und gültig, und auch das ist gültig, Sie sagen Einwanderung, jawohl. Und die Nummer stimmt auch. Müssen wir jeden Buchstaben überprüfen und dann denke ich, ist das genehmigt, bitte sehr. Ja, Golechien ist wahrscheinlich schlecht. Möchte lieber in Ostotska wohnen, kann ich ihn nicht verüben. Der nächste bitte, guten Tag. Ihre Papiere bitte, Sie sind aus Antegrien, oder? Sie sind hier zu Besuch. Sie sind 1,82, da haben wir ein, Sie sehen etwas klein aus oder Ihre Haare stehen hoch. Das ist auch okay. Und Sie sind Dominik Pavlek, Ihre Passnummer, das ist okay. Sie sagen zu Besuch 2 Wochen und das ist gültig. Auch das ist gültig. Ich sehe hier überhaupt keine Schwierigkeiten. Aus Glorian in Antegrien. Oh, das ist korrekt. Habe ich schon mal gehört. Okay. Bitte gehen Sie. Ist merkwürdig, dass schon 2 Personen korrekte Papiere haben. Das ist normalerweise nicht der Fall. Guten Tag, die Dame, Ihre Papiere. Bitte, Sie haben hier alles Mögliche nicht dabei. Sie brauchen eine Einreise. Okay, Sie wollen. Wie viel haben wir hier?
10, das ist in Ordnung, das, ja, was haben wir, der Eingriff, wir brauchen Sternkelchen und der Strafe, wir hätten dann niemals trauen, und Astotzka gibt es gute Chirurgen, hat sie vollkommen recht, in Astotzka die beste Musik. Musik. Musik ist ein gutes Stichwort. Ich habe Musik dabei. Wie der schöne Orchesterversion. Und was war das? War Genehmigung fehlt. Ja, das ist schon klar. Das ist. Ah, guten Tag, Herr Pavir, bitte. Sie sind Jano Arneck. Und perfekte Augen. Ist Übereinstimmung, jawohl. 71, 71 Kilogramm und es ist auch gültig und sie sagen, sie sind Transit für 14 Tage. Sie sind ein Verbrecher, Janu Arnek. Ihr Passnummer ist okay, sie sind männlich, aber Vador, das ist nicht korrekt. Ach, machen wir weg, ich bin ein bisschen aus Übung heute abgelehnt. Die Stadt heißt Vador und nicht Vador. So. Ist möglicherweise gefälschtes Dokument. Kenne mich nicht aus in Kollegien, ob die Leute dort gut arbeiten oder nicht. Ah, guten Tag, Ihre Papiere bitte. Sie sind Mesov Anegovic, Veskilo-Distrikt-Tablette. Wir hier mal rüber. Sie sind Mann, der sucht Ingenieur. Okay. Ich denke, das ist okay. Da brauche ich nicht weiter gucken, bitte sehr. Nächste bitte ist Leva Arstotzka. Ja, Ingenieure sind gut. Ich hätte jetzt geguckt, ob Veskilo Distrikt, ob das in Ordnung ist, aber naja. Okay, hallo. Sie wollen hier arbeiten. Papiere bitte. Vlad Karloff, Buchhaltung. 2 Monate, das stimmt soweit. Wenn wir hier 1,73, ist das okay. Sie sehen mir wieder ein bisschen klein aus. 86 Kilogramm, das ist aktuell, okay. Und Arbeit für 2 Monate. Auch das ist okay. Vlad Karloff, Ihre Passnummer stimmt soweit. Arbeit 2 Monate. Das ist gültig, das ist gültig. Foto, Sie haben Ihre Haare ein bisschen anders. Skal in Obristan, das sieht soweit gut aus. Ich denke, das kann ich genehmigen. Hier noch gucken, ob Siegel drauf ist. Okay, ich denke, das ist okay. Machen Sie mir keinen Ärger, ja? Nächster, bitte. Guten Tag, Ihre Papiere, bitte. Auch Sie möchten hier arbeiten. Wie lange? Für 6 Monate, okay. Das ist in Ordnung. Was ist das? Haben wir. Jetzt brauche ich Schlüssel hier. Muss ich nehmen, Gewehr und. Oh nein! Ah, wie verfällt, verdammt. Kriege ich weniger Geld. Ah. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag. Ein vorzeitiges Ende. Wohnung Klasse 7 steht bereit. Ich habe wenig Geld bekommen. Scharfschützenbonus immerhin 20. Okay, ich dachte, es gibt weniger dafür, dass ich einmal verfehlt habe. Wie auch immer. Umzug kann ich mir immer noch nicht leisten, aber insgesamt durch die Bestechung. War es ziemlich gut heute. 95 kann ich vielleicht in der nächsten Folge umziehen. Morgen gehen wir einfach schlafen und schauen, was der nächste Tag bringt. Vorfall in Christin zeigt Risiken auf. Weitere Sicherheitslecks befürchtet. Ein tigrischer Verräter von Vereinigter Föderation abgewiesen. Er wird also zu uns kommen, der Herr Snowden. Und ja, Sport ist wieder ein bisschen gewesen. So. Gehen wir zur Arbeit. Der 9. Dezember 1982 ist wieder ein wundervoller Tag für Arbeit. Wir haben hier Informationen über Schusswaffengebrauch. Kennen wir schon. Hallo, du bist neu, du bist. Wer bist du denn? Ich habe gehört, du kommst aus Mirsk, ja? Ist korrekt. Er kommt auch aus Mirsk. Arsch der Welt, ja, hat sich nicht geändert. Hat er nicht vergessen. Ja, er ist Sergio. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Sergio. Er wird sein Bestes tun, um auf mich aufzupassen. Okay, er ist neuer Grenzbeamter hier hinten. Und okay, dann packen wir unsere Kriminellen hier hin, Buch hier hin.
Blättern wir um, Transkript, wie immer, packen wir hier runter. Und das hat einigermaßen gut funktioniert. Dann denke ich, kann es losgehen. Heute ist wieder sehr viel los hier in der Schlange. Es stehen viele Leute da. Herr Nächste, bitte. Bitte drängeln Sie nicht, jeder kommt dran. Guten Tag, Sie sind wahnsinnig groß. Ihre Papiere bitte. Sie sind Piotr, Sie sind 1,95, 93 Kilogramm, haben Bart, 13.11.82. Ihre Identität ist abgelaufen. Ihr Anhang, der Nächste, bitte. Oh, Sie sind ärztlich, Mann. Guten Tag, was haben wir? Erzig greift keine Grenzübergänge an. Das waren unbekannte Extremisten. Der Orden will korrupte Machtzentren schwächen, nicht Unschuldige verletzen. Ein Erzig-Agent trifft heute ein. Okay. Heute, da. Okay, müssen wir... Okay. Nächster, bitte. Ist wieder ein geheimes Dokument. Verschlüsselung, aber ich kann Idee, wie es geht. Guten Tag. Er besucht Verwandte für ein paar Monate. 1,83, 80 Kilogramm hohe Stirn, ist aktuell. Und besucht 3 Monate, das ist okay. Jakov Povar, ich habe Bedenken mit gefälschten Siegeln. Da müssen wir, wo müssen wir ganz hinten? Ja, das habe ich mir gedacht, das ist nicht korrekt. Diskrepanz, was sagen Sie dazu? Okay, dann müssen wir überprüfen, hiermit auf Dokument legen. Liegt das schon korrekt? Okay, Sie sind nicht ärztlich, sind Sie verhaftet, okay. Was tun Sie da? Ja, Sie sind verhaftet. Mit ungültigen Dokumenten können Sie hier nicht einreisen. Nächster, bitte. Guten Tag, Ihre Papiere, bitte. Panel Benito, okay, Sie sind aus Landiforma District. Das ist okay, Orwetsch, das geht. 75, 75 Kilogramm. Geburtsdatum stimmt, männlich und Foto stimmt. Sind Sie Verbrecher vielleicht? Nein, dann denke ich, ist das okay. Sie ist genehmigt, bitte sehr. Der Nächste, bitte. Es lebe Arstotzka und Arstotzka heißt Sie willkommen. Der Nächste, bitte. Soll ich nochmal klicken? Okay, nicht hier. Halten Sie Ihre Papiere bitte. Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Sie sind aus Kolechien. Sie sind 1,74, 60 Kilogramm. Das scheint mir korrekt zu sein, ist auch aktuell. Und sie sagen, sie bleiben ein paar Wochen zu Besuch. Jana Tonoska und sie sind weiblich, was Christin. Abgelaufen ist nicht. Ihre Passnummer ist korrekt. Alles korrekt. Kann ich genehmigen. Sehen wir uns bald wieder. Machen Sie mir keinen Ärger. Und der Nächste, bitte. Guten Tag, kleine Person. Sie sind Presseperson. Das ist so lange wie nötig wollen Sie bleiben. Müssen wir sagen, Ausländer benötigen Anhang. Ja, Sie sind Journalistin, aber Sie brauchen trotzdem Dokumente. Sie haben nicht die richtigen Dokumente, deswegen weise ich sie ab. Das hat nichts mit Grundrechten zu tun. Sie brauchen Dokumente. Auch in Vereinigte Föderation kriegen Sie eine Reisegenehmigung. Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Sie sind Markus Nilsson und aus Republik Bostan. Markus Nilsson, haben wir die Größe? Stimmt das überein? Sie sehen wieder etwas klein aus. Ist okay, ist auch aktuell, Markus Nilsson. Ausweisnummer ist korrekt, Transit 2 Tage. Einreise ist okay, ist nicht abgelaufen, Bild stimmt. Männlich, Bostan in Republien.
Ja, doch, ist genehmigt. Hoffentlich ist Siegel korrekt. Nächste bitte. Machen Sie mir keinen Ärger. Nächster bitte. Guten Tag, Ihre Papiere bitte. Ah, das ist interessant. Ich gucke lieber gleich, weil nicht vollständig ist. So, wenn ich hier drauflege, haben wir Etzig. Sie sind Etzig-Agentin. Da drücke ich auch zu, kriege ich nächste Verwarnung, aber ist okay. Für aus Totzga und den Orden. Die anderen sehen das nicht so, aber ich hatte den Mann in Rot nicht für eine Gefahr. Egal. Mann in Rot, keine Gefahr. Okay. Nächster bitte, guten Tag. Stotzgeist, Sie willkommen. Ja, Ihr Papier bitte. Sie sind 1,82 Kilogramm. Kurz Haar, das ist okay und das ist gültig. Foto stimmt, nehme ich an. Keine Übereinstimmung, okay. Sie sind kein Verbrecher. Sie sind Arashi Barami aus Republian. Florian Major und das ist 17.11. Das ist abgelaufen. Guten Tag, muss ich sagen. Bitte besorgen Sie sich aktuelles Dokument und kommen Sie wieder. Der nächste, bitte. Guten Tag, der Herr, Papiere bitte. Sie wollen Transit, Sie sind 1,80, 63 Kilogramm, zerzauste Locken ist okay. 11.12. ist okay, gerade so. Axel Isager. Ihre Passnummer ist okay. Sie sind aus Import. Sie sind weiblich. Da haben wir möglicherweise eine Diskrepanz. Sind Sie männlich oder weiblich? Er sagt, was im Pass steht, ist richtig. Müssen wir überprüfen. Ich meine, Axel ist kein Frauenname. Gucken wir nach. Ist tatsächlich Frau? Gut, dann denke ich, es ist Diskrepanz aufgeklärt und Sie dürfen passieren. Die restlichen Angaben waren korrekt. Machen Sie mir keinen Ärger. Und der nächste, bitte. Guten Tag, die Dame, Ihre Papiere, bitte. Sie sind Christine Johansen. Und Ihr Datum stimmt. 75 stimmt. Gewicht ist okay. Sie sehen nicht aus wie Verbrecher. Im Paradies nach ausgestellt. Also das scheint mir alles korrekt zu sein. Ist genehmigt. Haben Sie schön. Ah, ich habe nie geguckt nach Distrikt. Was Kilo? Ah, egal. Nester bitte. War korrekt. Okay. Haben wir nicht geguckt, ob Distrikt hier ist. Ah, Ihr Papier bitte. Hallo. Sie sind wieder 1,68, 50 Kilogramm, lange Haare, ist korrekt, ist nicht abgelaufen. Samovskine Nimona. Okay, Ihr Passnummer, lernen wir einfach. Ist einfach abgelehnt, Passnummer falsch. Bitte sehr. Kommen Sie um 6 Uhr wieder. Ha, genau, rausgekriegt in Sonne. Mein Sohn hat in 2 Tagen Geburtstag ein kleines Paket für Sie angekommen. Geschenk von Etzig 20. Naja, das ist okay. Und oh, 120 und wie? Heute kann ich nicht umziehen. Ich habe jetzt genug Geld und kann nicht umziehen. Naja, okay. Sohn hat Geburtstag, werde ich wohl Geld brauchen. Spare ich ein bisschen. Ist gut so. Okay, das war Tag 17. Das ist Papers, Please. Mein Name ist Voxy und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.